Kamerawinkel! Hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Infovideo zum Thema Gamescom, denn die ist ja auch bald, die steht schon an und natürlich werde ich auch mit dabei sein, nicht an allen Tagen, ich bin vom Donnerstag bis zum Samstag da, also vom 22. bis zum 24. werde ich vor Ort sein und auch natürlich in den öffentlichen Bereichen herumschlawinern und schlawenzeln, das heißt, wenn ihr mich dort seht, dann könnt ihr mich gerne ansprechen, falls ich nicht zu beschäftigt aussehe, das wäre zum Beispiel so oder so. Oder wie auch immer. Und falls das alles nicht der Fall ist, dann dürft ihr mich gerne ansprechen, gerne anquatschen. Ansonsten, wichtige Sache, an dem Samstag am 24. haben wir vor, mit ein paar Leuten aus dem Team von gronkh.de ein kleines Treffen zu machen mit euch, ein kleines Zuschauertreffen, und zwar um 14 Uhr an dem Samstag am Nordeingang, aber schon in der Messe drin, das heißt nicht davor. Wir wollen ja schließlich auf der Messe sein, ne? Das heißt, 14 Uhr am Samstag in der Messe drin, ein Treffen mit einigen Leuten, die ich gerade mal nicht namentlich aufzählen möchte, weil ich noch gar nicht weiß, wer alles kommt. Aber die Leute werden auf jeden Fall dann auch ein Video oder sonstige Informationen dazu halten, ob die da sein werden oder nicht. Das heißt, dürft ihr gerne dabei sein, freue ich mich auf euch, euch zu sehen und wünsche euch auch sonst eine wunderbare Woche noch bis zur Gamescom und ich hoffe, wir sehen uns dort und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das heißt, ich bin 22. bis 24. da, Donnerstag bis Samstag. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns da. Tschüss! Hallo, liebe Freunde, zu einem Infovideo zum Thema Gamescom. Die ist nämlich schon bald. Und zwar vom irgendwann bis irgendwann ist die. Ich bin aber von irgendwann bis irgendwann da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Vielen Dank. Hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Informationsvideo zum Thema Gamescom. Denn die ist bald wieder, die steht schon in den Startlöchern quasi und ist von, hier, euch. Das ist, ich bin so super im Infovideo machen. Ich sollte Infovideoator werden.